Findet das Traumcomeback von Cristiano Ronaldo bei Manchester United ein abruptes Ende? Wie mehrere britische Medien berichten, soll CR7 seinen Berater Jorge Mendes zum Krisengespräch einbestellt haben. Grund dafür ist der bislang enttäuschende Saisonverlauf Uniteds entgegen den hohen Erwartungen an die Red Devils vor der Saison. Der portugiesische Superstar soll befürchten, dass seine gefeierte Rückkehr zum Desaster wird. Wohin der Weg für Ronaldo gehen könnte, bleibt offen. Nichts sei ausgeschlossen. Aktuell plagen große Personalsorgen den FC Bayern München. Laut der französischen FT sucht der Rekordmeister nun Verstärkung im Mittelfeld beim AS Nancy. Der französische U19-Nationalspieler Varane Bondeau soll Interesse bei den Münchnern geweckt haben. Der 18-Jährige wäre im Sommer ablösefrei erhältlich. Neben den Bayern sollen aber auch Atletico Madrid, AC Mailand und AS Monaco an dem französischen Youngster dran sein. Ex-Bayern-Star Franck Ribéry steht seit dieser Saison in der Serie A bei US Salernitana unter Vertrag. Anscheinend könnte sein Weg aber bald schon zum brasilianischen Traditionsklub Ceará SC führen. Zumindest behauptet dies Vereinspräsident Robinson de Castro im Gespräch mit Le Parisien. Gestern haben sie mich angerufen und Ribéry angeboten. Ich wusste gar nicht, dass er noch spielt. In den italienischen Medien ist von Finanzproblemen beim Tabellenschlusslicht Salernitana die Rede. Offenbar möchte der Club Ribérys Gehalt gerne einsparen.